Mit Krone und Kara im Angriff traten die Preußen zum Test bei Regionalligist Sportfreunde Lotte an. Doch vor spärlicher Kulisse, nur knapp 500 Zuschauer, zog es ans Lotterkreuz. Ja, da war zunächst mal wenig mit Attacke, und zwar auf beiden Seiten. Beide Teams arbeiteten gut nach hinten, man könnte aber auch sagen, beiden fiel offensiv so gut wie gar nichts ein. Bis zur 24. Spielminute musste sich der Preußentross gedulden, bevor mal Gefahr aufkam. Kühnes langer Ball findet Kevin Schöneberg auf rechts. Der setzt sich gut durch. Der Winkel aber zu spitz für den Außenverteidiger Ex-Preuße Buchholz im Kasten der Sportfreunde. Hat er wenig Mühe zu klären. Kurz danach aber schon wieder Betrieb vor dem Tor der Hausherren. Und das ist ganz, ganz knapp. Gute Aktion von Kevin Schöneberg, der sich nach seiner Verbannung in die zweite Mannschaft rehabilitiert hat und langsam wieder rankämpft an einen Startplatz. Und weil wir ihn so lange nicht im Preußendress gesehen haben, seine Direktabnahme noch einmal in Zeitlupe. Und Lottes neuer Cheftrainer Michael Boris, seit knapp 10 Tagen im Amt, ja, der konnte mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden sein. Doch nach vorne, wie schon angesprochen, da ging wenig. Der wiedergenesene Kirsch war meist Endstation. Die ersten 45 Spielminuten mit überschaubarem Unterhaltungswert enden mit 0:0. Wie sagt man da so schön, es konnte nur besser werden. Hälfte 2 beginnt dann auch mit diesem langen Ball von Robin Neupert. Tim Wendel verschätzt sich, Manu ist auch überrascht. Und irgendwie schaffen es die Hausherren mit vereinten Kräften, das Leder aus der Gefahrenzone zu bringen. Und Achtung, das war jetzt eine ganz gute Phase. Kurz danach mal die Sportfreunde. Da ist Preußens Abwehr nicht gut sortiert. Letztlich fehlt die Präzision im Zuspiel. 3 Lotter stehen blank vorm Tor. Ja, das ist eine Riesenchance für die Gastgeber. Doch das war wohl nicht ausschlaggebend für Ralf Loses nachdenklichen Blick. Der Grund hier wohl die erneute Verletzung von Verteidiger Kirsch, der nach 54 Minuten runter musste. Die Partie indes plätscherte so dahin, bis Lotte Schahed diese Riesenchance zur Führung auf dem Fuß hatte. Die Hausherren zum Ende der Partie mit einem leichten Übergewicht bzw. den deutlicheren Möglichkeiten. Schöneberg klärt hier in der 77. in höchster Not. Liebe Zuschauer, zum Ende, da wurde es tatsächlich noch mal unterhaltsamer. Hier eine schöne Direktabnahme von Manu, allerdings nur ans Außennetz. Die letzte Chance der Partie hatten die Sportfreunde. Chapuzadeh mit der Hereingabe und Kutuljac, ja, der kann es gar nicht fassen. Sträflich frei, wie eine Einladung von Münsters Abwehr. Doch Alex Kutuljac nimmt dieses Geschenk nicht an. 0:0, so endet der Test am Lotterkreuz und wir hören jetzt die Stimmen der beiden Übungsleiter. Wir haben uns Torschancen herausgespielt. Gut, das Gute ist, ich habe halt immer etwas zu kritisieren, aber ich glaube, das konnte man selber sehen. Da müssen wir halt besser und eiskalt vorm Tor werden. Aber die Art und Weise, gerade wie wir gegen den Ball gespielt haben, ich habe eine Chance von Manu gesehen, der ans Außennetz schießt. Ansonsten, denke ich, haben wir uns sehr gut verteidigt, auch nicht zu defensiv, hatten offensiv Chancen und so stelle ich es mir in etwa vor. Der Boden war sehr tief, der Platz wurde mit Laufe der Spielzeit immer unebener. Und trotzdem war es für uns wichtig heute, dass die Spiele alle über diese 90 Minuten gegangen sind. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass wir läuferisch insgesamt alle noch nicht so auf der Höhe waren. Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass wir auch das eine oder andere Tor erzielen. Wir haben sicher nicht diese Energie gegen das gegnerische Tor entwickeln können, um da die Entscheidung herbeizuführen. Und es war trotzdem, glaube ich, gegen eine Mannschaft, die hoch engagiert gespielt hat, hatte sicher ein bisschen Derby-Charakter, so eine Art Pokalbegegnung, die ja einfach auch schwer zu spielen ist.